Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 5 Kills von mir aus der neuen Bude. Man kennt ihn. Und bitte nicht wundern, warum hier keine Intro mehr ist. Da gibt es gerade momentan ein paar kleine Probleme, aber das sollte auch bald wieder geklärt sein. Und wenn ihr auch mitmachen möchtet, dann im Hintergrund einmal durchlesen, pausieren, in Ruhe natürlich, und dann sollte alles geklärt sein. Und ansonsten geht's jetzt los mit der Folge. Auf der Nummer 5 haben wir einen Clip, um schön warm reinzukommen in die Olga, und da haben wir nämlich einen schönen Zone Multiabschuss. neutralisiert. Zone B verloren. Zone A ist sicher. Doppelkill. Das ist unglaublich. Ich trau meinen Ab. Jetzt die Nummer 4, und da gefällt mir der Voice Chat sehr vom Inhaber des Clips, und deshalb lasse ich ihn einfach mal so laufen, wie es ist. Quickscope. Oh, noch einer. Der war, oh mein Gott, der war schön, Junge. Ich würde auch mal einen. Oh mein Gott, Jungs. So, kommen wir nun zur Nummer 3 dieser Folge. Und hier wird eine exotische Waffe benutzt im Sinne von sehr außergewöhnlich. Das hat man noch nicht oft gesehen und das könnt ihr gerne öfter einsenden. Waffen, die nicht oft gespielt werden. Weil das ist alle Male besser anzuschauen als Sachen, die man schon 1 Million Mal gesehen hat. Also in diesem Sinne. Nun kommen wir zur Nummer 2, und der Clip ist vom Kollegen Bleifuß höchstpersönlich erspielt worden. Denn zuerst verlegt er eine schöne Starkstromleitung, dann schnappt er sich den Funken und dann juckt ihn eigentlich gar nichts mehr. Er rennt direkt ins Ziel und macht einen lässigen Abschuss. Jetzt der letzte Clip dieser Folge, und der Einsender löst hier die Konflikte auf einer anderen Art und Weise, als wie man sie kennt. Er benutzt nämlich so gut wie gar nicht seine Primärwaffe, ich weiß nicht, warum er es macht, aber es klappt auf jeden Fall und ja, ist ein cooler Clip. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr Nero und mich supporten wollt, ein Daumen nach oben ist immer gerne gesehen. Schreibt einen lässigen Kommentar, denn wie auch immer Uwe sagt, Support ist kein Mord. Und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.